Wir beginnen mit den Übungen. Wir lockern uns durch Federn und Hüpfen und fördern dabei die Durchblutung. Bitte lockere Grundstellung einnehmen. Die Arme schwingen gegeneinander vor und zurück. Und bei jeder Schwingung wird das Gegenknie angebeugt und auf dem Standbein wird abgefedert. Bitte. Und hoch das Knie und wippen und federn und wippen und federn und schwingen. Und hoch das Knie und noch einmal. Ja und Dankeschön. Und jetzt bitte Grätschstellung. Hände in den Hüftstütz. Und nun hüpfen wir mit Grätschen und Kreuzen der Beine. Bitte. Und Grätsch und Kreuz und Grätsch und Kreuz und hoch und wippen und Grätsch und Kreuz und wippen und federn und noch einmal und Dankeschön. Bitte kräftig ausschütteln, ganz locker lassen. Jetzt wollen wir den Brustkorb dehnen und den Schultergürtel straffen. Das ist besonders wichtig, weil bei uns alltäglichen, oft einseitigen Arbeit die Brust- und Schultermuskulatur vernachlässigt wird. Wir merken es meist schon an unserer schlechten Haltung. Und nun bitte Grundstellung. Die Füße stehen parallel, das Becken ist aufgerichtet, die Gesäß- und Bauchmuskeln sind gespannt und bitte Arme in Seithalte, die Handflächen nach oben. Und nun kräftig nach hinten oben zurückschlagen, wobei wir auf den Zehenspitzen wippen. Bitte. Und wipp und wipp und wipp und wipp und wipp und wipp und kräftig nach hinten und wipp und nach hinten und noch einmal und danke. Kräftig ausatmen. Wieder ausschütteln und bitte noch einmal dieselbe Ausgangsstellung, die Arme in Seithalte, Handflächen wieder nach oben und jetzt die Arme federnd auf- und niederwippen, wobei die Füße fest am Boden stehen bleiben, bitte. Und schwingen und wippen und schwingen die Arme und fliegen wie ein Vogel und wippen, ja, schön, und wippen, und noch einmal, und danke. Das war nicht so sehr schwierig, und deswegen werden wir gleich eine ganz lockere Grundstellung einnehmen und große, schwingende Armkreise vor der Brust nach hinten ziehen. Bitte. Und schwingen vor der Brust und nach hinten ganz weit und ganz locker und noch einmal schwingen vor der Brust, weit nach hinten schwingen wir und jetzt machen wir Schluss und Dankeschön. Und jetzt wieder tief ausatmen, ganz locker, wir legen uns auf den Rücken, winkeln die Beine an und stellen die Füße auf. Die Arme liegen leicht neben dem Körper und wir heben ganz langsam die Arme senkrecht auf und legen sie seitlich zurück. Dabei gehen die Handflächen beim Heben zusammen und beim Senken liegen die Handrücken am Boden. Bitte. Und ganz langsam heben wir die Arme auf und senken sie ganz langsam zurück. Und noch einmal ganz langsam heben wir die Arme auf und senken sie ganz langsam zurück. Dankeschön. Wir korrigieren unsere Haltungsfehler. Also das Hohlkreuz und den Hängeleib, den eingesunkenen Brustkorb und die Hängeschultern und unseren Rundrücken. Wir werden unsere Gesäß- und Bauchmuskulatur straffen. Bitte Rückenlage einnehmen, die Knie anwinkeln, die Arme liegen neben dem Körper. Jetzt spannen wir die Gesäßmuskeln kräftig an und lassen sie kurz wieder locker. Bitte
und anspannen und locker. Und anspannen und locker. Und wieder anspannen und locker. Und anspannen und locker. Das reicht schon. Dankeschön. Und jetzt spannen wir unsere Gesäßmuskeln wieder an und heben gleichzeitig das Becken langsam bis zur Streckung des Hüftgelenks, halten diese Spannung und senken das Becken ganz langsam zurück. Bitte. Und ganz langsam heben wir das Becken bis zur Streckung. Und jetzt die Spannung halten, ja. Und jetzt gehen wir ganz langsam zurück. Und noch einmal heben und spannen und ganz langsam wieder zurück. Bitte ausruhen, ausschütteln, tief durchatmen.